Hallo Leute, willkommen zur Waffentheorie Version 2. Heute mit dem Pyro und natürlich mit mir, Sulfa, von Freakin' Free. So, zuallererst aber, weil viele durchgehend fragen, werde ich es jetzt eben gleich am Anfang des Videos einmal erklären, wie ich Bots spawnen kann und, ja, wie ich das mache. Da gibt es mehrere Befehle. Einmal muss man zuerst einmal SV-Cheats 1 aktiviert haben, sonst kann das, sonst wird das Bot-Spawn nicht erlaubt. Zum Bot-Spawn der Befehl bot-team, zum Beispiel blue-class, zum Beispiel sniper. Würden wir jetzt einen Sniper spawnen, werde ich jetzt nicht machen. Um einen Bot zu kicken, ist es einfach, reicht das einfach schon Kick und dann die Bot-Nummer, so bot-01 oder bot-02. Bots benennt sich halt bot-01-02, immer nach der Reihenfolge. Noch eine wichtige Sache ist, normalerweise, wenn man Bots spawnt, zumindest ist es auf dieser Item-Test-Map so, spawnen Bots ineinander. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, wir sehen das jetzt mal an dem Beispiel hier. Warten wir kurz, bis der nette Scout wieder respawnt, der wird nämlich gleich hier drinnen respawnen, in dem Heavy drinnen. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen sexistisch an, aber ja, er wird wirklich im Heavy spawnen. Seht ihr? Das zu verhindern, habe ich mir ein Bind-Kommando zugelegt, ein kleines Teleport-Makro, mehr oder weniger. Kurze Erklärung dazu. Und erstmal, wir brauchen dafür, für dieses Teleport-Marco, brauchen wir die Koordinaten. Diese Koordinaten bekommen wir, ich muss so eben durchscrollen, wenn wir CL Show Position, Show Post 1 machen, dann haben wir hier oben, oben rechts, wird dann halt die Position und so weiter angezeigt. Das das werde ich jetzt nicht umändern. Genau. Das wäre so ein Bot-Befehl. Der Befehl lautet bot-teleport. Bot-Name und dann die Koordinaten. Wir haben das auch hier stehen. Wenn man das nämlich mit zu wenig Koordinaten eingibt, bekommen wir hier quasi, ihr seht das gelb markierte hier, too few parameters used, bot-teleport, bot-Name, x, y, z, also hier oben, Position, x, y, z. Pitch yaw roll ist dann der Engel, also 24 ist der Pitch, minus 175 ist der Ja und 0.00 ist der Roll. Das ist einfach nur erkläre ich jetzt erstmal nicht. Dauert zu lange. Mit dem Kommando können wir den Bot teleportieren. Wir wollen das ja mal auf eine Taste legen, also setzen wir das in Anführungszeichen. Schreiben hier ein Bind, dann eine Taste, die nicht benutzt ist. Bei mir ist es die L-Taste. Und dann drücken wir einfach Enter. Und somit haben wir auf der L-Taste jetzt das Teleport-Kommando gelegt. So, ich mache jetzt eben wieder die Show-Position aus. Also somit habt ihr auf jeden Fall schon mal, wisst ihr jetzt halt, wie man teleportieren kann hier. Und, also wie man Bots spawnen etc. etc. Ist jetzt aber nicht Sinn der Sache. Wir fangen jetzt hier mit dem, ich wollte schon sagen LP an, Quatsch. Wir fangen jetzt hier mit der Waffentheorie an. Mit meinem coolen Pyro. Richtig coolen Pyro. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch was wechseln, aber nee, lass erstmal. Also, ich habe wirklich einen Rückenschmor genommen. Upsi. Da war ich sogar Brain AFK. So, Schrot, Feueraxt, Flammenwerfer. So, im Grunde, ich werde das jetzt mal an dem Heavy testen, weil Heavy jetzt gerade mehr aushält als der Scout. Der Scout ist ein bisschen... Und nicht dominieren. Ich pushe den Heavy mal eben weg, damit der Scout gleich nicht im Weg steht. So. Also, natürlich, ich glaube, die Grundkenntnisse kennt jeder vom Pyro. Der Pyro hat einen Flammenwerfer und der Pyro hat einen Airblast. Der Airblast kostet 20 Munition, der Flammenwerfer halt pro Sekunde, sage ich jetzt mal. Nicht wirklich Sekunde, aber wenn ihr gedrückt hat, dann verbraucht es halt Munition. Ein bisschen schwer zu beschreiben, wie viel das verbraucht. Das Klickgeräusch nervt mich. Also, Flammenwerfer macht 8 Schaden, wenn wir brennen. Also wenn wir anzünden und minus 3 Schaden als Nachbrennung, wenn ich jetzt mal ranhalte, wenn wir eben warten, bis der Heavy nicht mehr brennt, durchgehend 6 bis 9 Schaden, wie ich gerade gesehen habe. Also doch gar kein so schlechter Schaden vom Flammenwerfer. Gibt es auch nichts auszusetzen, man kann ja jetzt auch mit dem Airblast hier so ein bisschen rumblasten. Das ist übrigens auch sehr gut, um Raketen zurückzuschießen. Also kann ich nur empfehlen. Beziehungsweise das sollte man wirklich trainieren, dieses Raketen zurückschießen. Weil das wirklich ein sehr sinnvoller Skill ist beim Pyro. Und Pyro ist ja sowieso meine Main-Klasse, mehr oder weniger. Auch wenn ich immer sage, es ist Soldier, aber irgendwie ist es doch so langsam Pyro. Weil Pyro macht mir einfach Unmengen Spaß. Und ja, ich bin schon wieder verschnupft. Das ist immer, wenn ich Waffentheorie aufnehme, bin ich immer ein bisschen verschnupft. Ich weiß nicht warum.
Tja, werde ich erstmal nicht weiter kommentieren. Auf jeden Fall Flammenwerfer, sehr guter Flammenwerfer. Es hat die Stock Weapon, also das ist die Standardwaffe. Kann man nicht dran rummeckern. Schrotflinte. 180, war das Crit? Ja, das war Crit, ich wollte gerade schon sagen. 89 aus nächster Distanz. 90 aus nächster Distanz, das ist immer so um den Dreh. Das ist, glaube ich, definitiv ähnlich. Ja, genau. Auf, ja, das ist wohl mittlere Distanz. 55 um den Dreh. Und auf weite Distanz dürfte das dann eher weniger sein. Kommt dann halt darauf an, wie ich auch schon in der Scout-Waffentheorie erwähnt habe, wie viele Kugeln treffen. Nun ja, kommen wir dann... Oder gehe ich erstmal... Ja, ich gehe erstmal die Standardwaffen durch und dann gehe ich die einzelnen Kategorien durch. Weil normalerweise mache ich das ja ein bisschen anders. So, die Feueraxt ist halt die normale Standard-Nahkampfwaffe. 67, 63... Ja, ganz moderater Schaden. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich meine, Nahkampf ist ja so die Sache beim Pyro. Eigentlich ist man oft im Nahkampf. Aber dazu kommen wir später noch. Wir gehen jetzt erstmal mit den Flammenwerfern weiter. Nehmen wir also übrigens den Rainbow. Ja, okay, den werde ich mal eben kurz zeigen, für die, die den Effekt nicht kennen. Jetzt leider gerade nicht in Pyroland, weil die Map ist nicht für Pyroland gemacht. Der Regenbogenwerfer gibt uns Regenbogenflammen. Und sie glitzern. Und übrigens muss ich auch noch gleich erwähnen dazu. Das Ding hat einen besonderen Taunt. Du bist mal 8 und mal 8 auch wirklich drauf, dass er wirklich mit Seifenblasen rumblabbelt. Und BÄM! Das passt so schön zu meinem Hut. Fällt mir gerade so ein. Auf jeden Fall ist einfach nur ein Reskin. Ein schöner Reskin, aber auf jeden Fall. Okay, also von der Waffe her nicht, aber von den Flammeneffekten her feiere ich diese Waffe so ein bisschen. Aber hat hier nichts zu suchen, ist halt genau wie der Flammenwerfer. So, der Rückenschmorer. Eine Waffe, die viele Hasser hat. Also jede Menge Leute hassen diese Waffe, ich persönlich auch. Bei mir aber aus einem simplen Grund. Ich mag dieses, ich mag es nicht, dass die Airblast kostet. Normalerweise 20, sind hier bei 50. Das heißt, viermal Airblast und das ist weg. Und ich finde ja, gerade beim Pyro ist das Airblast extrem wichtig. Gerade Raketen zurückschießen oder... Gegner zurückschießen gegen die Wand und dann weiter anzünden, damit die... So kommen die Gegner auch durcheinander, wenn man sie gegen die Wand schleudert und ein bisschen anzündet. Gegner können darauf nicht reagieren, zumindest nicht gut. Also die meisten nicht. Zumindest die, die nicht darauf, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, geschult sind, hahaha. die kommen dabei durcheinander. Weil die denken dann so, oh, angezündet, ich will schießen, oh, weggeschleudert, anzünden, wieder in die Wand und dann tot. So einfach. Aber wie ihr seht, Airblast mit dem Rückenschmorer ist keine gute Idee. Naja. Vom Schaden her... Im Endeffekt genau gleich. Aber hat natürlich noch die Besonderheit, die aber leider die erhöhten Airblast-Kosten nicht rausholen kann. Sehen wir jetzt gleich, wenn ich den Scout eben wieder weggeportet habe. So, nämlich Rückenschmorer macht kritischen Schaden aus dem Hinterhalt, also vom Rücken her. Und so schnell geht ein Heavy Down und so schnell ein Scout. Die Waffe mag seinen Zweck erfüllen. Mag in Ambush-Situationen sehr schön sein. Ich meine, wir haben gesehen, der Scout ist innerhalb von einer Sekunde zerfetzt worden. Ich meine, mit 20 Schaden pro Flamme. Das war nicht, das war gerade mal eine Sekunde, wenn überhaupt. Die Waffe hat, wie gesagt, für Ambush-Zweck ist diese Waffe wirklich beim Pyro, ja, kann man nicht meckern. Erfüllt ihren Zweck in dem Fall. Aber wann hat man schon mal diese Situation? Im Normalfall eher selten. Im Normalfall ist der Pyro auch eher in der Verteidigung eingesetzt, als in der Offensive. Oder? Du fängst dich das gerade. Weiß ich jetzt gerade. Moment. Offensiv? Vielleicht doch nur Offensiv, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, so oder so ist es schwer beim Pyro. Hinter die Reihen zu kommen. Es gibt zwar manche Maps, wo das richtig gut geht, aber würde ich trotzdem nicht den Rückenschmorer empfehlen. Alleine, weil es immer wieder vorkommt, dass man mit Raketen beschossen wird und man einfach eben diesen einen Moment braucht, BÄM, wegzuschießen. Wenn man dann keine Munition mehr hat zum Anzünden, dann muss man sich zurückziehen, etc. Deswegen, diese Waffe hat ein eindeutiges Jetzt schon, das sage ich jetzt schon, das hat ein eindeutiges Nein verdient. Höchstens in sehr seltenen Fällen kann man es ruhig mal benutzen. So, kommen wir zur absoluten Hasswaffe, die wohl jeder Mensch auf diesem Planeten hasst, gefühlterweise. Ich auch. Aber manchmal ist es lustig, sie zu spielen. Der Phlogistinator, oder auch genannt Phlog.
hat 10% weniger Schaden, was eigentlich relativ scheiße ist, kann ich zufällig kritisch treffen und hat keinen Airblast. Und wenn ihr jetzt schon denkt, was ich gerade über den Airblast gesagt habe, dann könnt ihr euch jetzt schon denken, was ich von dieser Waffe halte. Auch wenn ich es jetzt gerade schon gesagt habe, aber was mein größter Kritikpunkt ist, in dem Fall wohl eher. Allein schon auf das kritische und nicht kritische zufällig treffen, mag manchmal nützlich sein, aber halt gerade das Airblasten ist... Nun, dafür hat diese Waffe halt einen sonderlichen Vorteil. Zählt mir einen Gegner an. Wir haben unten rechts die Hümpfleiste. Wie auch immer man es ausspricht. Genau. Schaden ist minimal geringer. Also ich denke mal so um 1-2 Schadenspunkte geringer beim Feuerschaden. Nachbrennungsschaden ist gleich. Okay. Wenn überhaupt, ich glaube, der rundet ja die Zahlen auf. Das könnte, ich weiß nicht, ob der Nachbrennungsschaden auch minus 10% ist. Es könnte dann bei 2,7 Schaden liegen, aber macht jetzt nun nicht so den Riesenunterschied. Obwohl ein bisschen, ne? Dann zünden wir eben ein bisschen die Gegner an. Und unsere Hümpfleiste ist jetzt voll. Toll daran ist, wenn ich das aktiviere, dann werde ich erstmal wieder voll geheilt. Und ich bekomme kritischen Schaden. Also ich kann für eine kurze Zeit kritten. Ich weiß jetzt gerade nicht mit der Heilung, ob das jetzt genauso stimmt. Weil der Effekt wurde ja öfters mal umgeändert in der Laufzeit von TF2. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich jetzt dauerhaft wenig Schaden bekomme oder nur einmal hochgeheilt werde. Also ich erkläre kurz beides, weil ich weiß, wo damals war es so, dass wenn man das eingesetzt hat, hat man fast kein Damage mehr bekommen als Pyro. Man war quasi unbesiegbar, gefühlt. Ich glaube, jetzt ist es so, dass man nur noch einmal hochgeheilt wird von, was weiß ich, auch voll und dann halt kritten kann. Also das kritten konnte man damals auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt der Effekt ist, weil ich kann es jetzt mit dem Damage jetzt gerade schlecht testen. Obwohl, ich kann es doch testen, warte mal. Bot Force Attack 1. Na! Ah! Scheiße! 49er Kistenreihe, Los, schieß mich an. Respawner. Oh Gott, ich bin bestimmt im Feuer drin, oder? Nee. Okay, ich zünd erstmal den Heavy an. Der hat ja sowieso keine Muni mehr. Lass mal kurz mal anschießen hier. So. Eingesetzt, wir taunten dabei. Mit rechts setzen wir uns ein. Kritischer Schaden, natürlich auch minus 10%. Und ja, wie wir sehen, jetzt habe ich das auch zum Beweis gestellt. Wir kriegen einmal voll den Schaden, aber wir werden halt einmal hochgeheilt. Damals war es halt wie gesagt so, wenn man diesen Effekt hatte, dann war man unbesiegbar. Was eine viel zu heftige Waffe war, weswegen sie auch am Anfang sehr viel genutzt wurde. Quasi schon überbenutzt. Ich habe sie am Anfang auch benutzt, wegen halt dieses Effektes, weil dieser Effekt war einfach unschlagbar. Kann man einfach so stehen lassen. Auf jeden Fall würde ich euch nicht empfehlen, höchstens mal zum, ich nenne es mal wieder, Ruffle-Stompen. Wenn ihr also einfach nur den Gegner ein bisschen, ja, wie sagt man, wenn ihr von Leuten auf den Sack gehen wollt. Mehr oder weniger halt. Obwohl, ich finde, eigentlich ist der, ich wollte schon sagen, Super Soaker, wie hieß nochmal, der Herdflamme ist eigentlich schon wieder die bessere Methode. Wie ihr seht, Herdflamme ist so meine Hauptwaffe, wie man an den Stats sehen kann und auch am Namen und so weiter. Auch in der Beschreibung. Just give him time. Soon he will kill everybody and makes us proud, mother. Ja, ich habe eine tolle Beschreibung einfallen lassen. Hab da für eine Ewigkeit überlegt. Auf jeden Fall, der, ich wollte schon sagen, Flo, Quatsch. Der, Dings. Die Herdflamme hat halt einen großen Nachteil, aber auch einen riesen Vorteil. Und dieser Vorteil, also ich sag's mal so, alleine die Waffe ist scheiße. Muss man so stehen lassen. Die Waffe ist im Grunde scheiße. Wir haben zwar 65% schnelleren Waffenwechsel, machen damit 10% weniger Damage und haben 25%, also ein Viertel, weniger Feuerdamage. Kurz mal gezeigt. Ja, das ist eigentlich ähnlich. Halt genau wie beim Flog. Nachbrennungsschaden ist diesmal nur 2, also von 3 minus 1 Viertel, 0,7 irgendwas Damage, 0,728 Damage, irgendwie sowas. Kopfrechner FTW, auch wenn es vielleicht falsch war. Ich bin gar nicht am Zocken oder so, weiß keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Waffe ist alleine genommen richtig kacke. Dazu kommt nämlich halt der Waffenwechsel. Und dieser Waffenwechsel holt nämlich dieses ganze Positive aus der Waffe heraus. Wie ihr seht, Waffenwechsel.
ultra schnell. Gehen wir nochmal zu einer anderen Waffe. So. Ihr seht, das ist ein Riesenunterschied. Deswegen, also die Herdflamme alleine wäre scheiße. Natürlich in Kombination mit zwei anderen Items, die ich gleich noch zeigen werde, logischerweise, ist die Waffe top. Aber kommen wir erstmal jetzt zur Schrotflinten-Replacement. Wir nehmen dafür einmal den wo fangen wir an? Doch, nee, doch. Fangen wir erstmal mit der Signalpistole an. Quasi das, die Standard-Kombi mit der Herdflamme, Signalpistole. Sehr schöne Waffe, macht halt auf Entfernung Fire Damage 33 so, 26 ist halt, ich glaube, das variiert hier mal ein bisschen. Und wie wir gerade gesehen, ich habe den Scout gerade gekrittet. Wenn ein Gegner brennt und wir ihn treffen, nochmal mit der Signalpistole, Moment, macht das Ding 90 Crit-Schaden. Könnt ihr euch schon vorstellen, die Waffe ist natürlich richtig heftig und mit in Verbindung mit der Herdflamme anzünden, wegschießen, draufballern. Scout ist tot. So einfach geht das in dem Moment. Deswegen, also schwache Klassen muss man nur anzünden und dann wirklich versuchen, mit der Signalpistole zu treffen. Das ist zumindest mein persönlicher Spielstil, der im Normalfall auch relativ gut klappt. Stirb! Du Bastard! Deswegen, also ich sag jetzt schon mal vorweg, die Signalpistole ist, die Signalpistole und die Herdflamme sind quasi zwei Waffen, die miteinander harmonieren. Und zwar extrem gut. Die sind aufeinander abgestimmt, die sind gut miteinander, das ist einfach sehr schön. Deswegen, also auf jeden Fall jetzt schon mal meine Empfehlung, die Signalpistole. Aber natürlich möchte ich auch noch die andere Waffe zeigen, der Detonierer. Weil die Replacements, die Secondary Replacements, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Wobei ich halt, wie gesagt, die Signalpistole am besten finde. Aber alle Waffen haben ihre Vor- und Nachteile, die alle situationsbedingt gut zum Einsatz kommen. So, das ist der, oh Gott, Detonierer, genau. Mit Rechtsklick, also wenn wir schießen, halt schon so ein bisschen so, wenn wir vorher das detonieren lassen wollen, zum Beispiel hier, wir haben es jetzt gerade gesehen, so mitten im Raum, ich versuche jetzt mal dem Scout hier, nee, das ist zu weit weg, das ist auch zu weit weg, so, wir haben ihn nicht mal richtig getroffen, jetzt auch hier beim Heavy, okay, die Range ist jetzt nicht so lang, aber halt, wir können halt damit Leute, nun ja, in einem bestimmten Gebiet richtig schön massakrieren. Muss man eben was testen. Hat das Ding vielleicht einen Schaden? Das war jetzt direkt der Scout. Das tut mir jetzt leid. Ich wollte eigentlich darüber zielen. Oder davor. Moment. Nein. Aua. Okay, hat keinen Flächenschaden in dem Fall. Und hat auch keinen kritischen, ja, wohl mini-kritischen Schaden, könnte man sagen. Minus 43, das ist auf jeden Fall mehr als sonst. Also macht wohl Mini-Crits, ist mir übrigens auch neu, das wusste ich jetzt auch noch nicht, dass das Ding Mini-Crits macht in dem Fall. Nun ja, aber halt diese, es gibt auch eine Möglichkeit hiermit, das ist nämlich eine sehr schöne Möglichkeit. Wir können hiermit so eine Art Mini-Rocket-Jump machen. Das wissen sehr, sehr viele Leute nicht. Bekommen dabei aber ein bisschen Damage. So steht es ja auch in der Beschreibung. Plus 25% Eigenschaden. Deswegen, aber es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Kann ich eigentlich auch damit Leute anzünden in dem Fall, wenn ich nah genug dran stehe? Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, kann ich nicht. Das wäre zu cool gewesen. Auf jeden Fall, damit kann man halt die Mini-Rocket-Jumps machen, so wie ich es einfach mal nenne. Ist eine sehr schöne Möglichkeit, um mal in einem Level, wenn man gerade irgendwie untergestoßen wurde an so einer Mini-Kante, mal einfach rumlaufen müsste, kann man einfach mal so Bam machen und hallo, hier ist Mr. Pyro, Bam, tot. Im Grunde ist es so. Deswegen eigentlich eine vollkommen situationsbedingte Waffe. Vom Damage her, wie gesagt, die Signalpistole. Für ein bisschen mehr Mobilität kann ich nur die, den Detonierer empfehlen. Halt, wie gesagt, mit dem Rocket Jumpen hier, aber vom Schaden her, ja, wir haben halt nicht diesen kritischen Schaden. Was halt so schön mit der Hauptwaffe synergiert. Scout weg. Okay, gehen wir weiter. Wir haben hier noch den Schmorschuss, eine der neuesten Waffen für den Pyro. Hat 50% weniger Damage, hat dafür aber einen schönen Vorteil. Erstmal, es stößt Gegner zurück. Also im Grunde wie der hier, wie der Airblast vom Flammenwerfer. Nur halt in Schussform.
Frage ist jetzt halt, wer dagegen auf euch zugelaufen kommt, natürlich jetzt in einer Situation, wo ihr ihn töten wollt. Wollt ihr ihn wirklich wieder wegschießen? Ich weiß es nicht genau. Entschuldigt dafür. Auf jeden Fall, wir haben gerade gesehen, Heavy ist auch in Brand geraten. Das lag daran. Wir haben jetzt... Wie wir sehen, wir haben jetzt auch getroffen. Die Pille, ich sag jetzt mal einfach die Pille, die fliegt noch kurz nach oben, fliegt nach unten wieder. Und zündet dann auch alles in der Umgebung an. Das Ding hat nämlich einen Flächenschaden. Wie wir sehen, ich schieße es hier auf den Boden. Beide gehen einfach an zu brennen. Und ich will eben diesen Feuer-Dings, wo es weg haben. Ist jetzt ein bisschen nervig hier im LP, in der Waffentheorie, sorry dafür. Auf jeden Fall, die Waffe hat einige, hat einen schönen Vorteil, wie ich finde. Aber es hat immer, also, naja, ich erzähl's also mal, erst einfach mal. Und zwar, ihr seht im Hintergrund viele Gegner, ihr müsst einfach nur schießen und ihr habt eine ganze Gruppe in Brand gesetzt. Was denkt ihr, wie die Gruppe erstmal am Durchdrehen ist? Die gegnerische Gruppe. Leute, die brennen, kriegen natürlich viel Schaden über die Zeit. Ist kein Medic dabei. Rennen die meist erstmal wieder irgendwo zu einem Dispenser zurück. Das ist quasi, ich würde es einfach mal nennen, jetzt die Schreckschusswaffe. Weil ihr einfach damit, Gegner, die brennen, die haben mehr Angst. Die gehen nicht unbedingt jetzt brennen in den Vordergrund, sondern wollen sie erstmal zurückziehen und heilen. Wie gesagt gerade. Deswegen könnt ihr damit große Gegnergruppen auseinandertreiben. Zumindest das ist meine persönliche Erfahrung mit der Waffe. Wie hier nochmal die Pille, hier fliegt sie, bam. Also wie gesagt, ihr könnt damit halt eine ganze Gegnergruppe zum Brennen bringen und jagt denen eine höllische Angst ein. Dadurch erfasst ihr eurem Team, Quatsch, verschafft ihr eurem Team einen kleinen Vorteil, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind. Ein paar Sekunden können spielentscheidend sein. Beziehungsweise ihr wisst, was ich meine, denke ich. Auf jeden Fall eine Schreckschusswaffe für die gewissen Situationen. Nicht für jede Situation, aber im gewissen, also wieder auch eine situationsbedingte Waffe. So wie es eigentlich immer ist. Kommen wir zum Menschenschmelzer. Der Menschenschmelzer hat ein sehr schönes Projektil. Braucht keine Munition. Sehr schöne Sache eigentlich. Das Projektil kann nicht zurückgeschleudert werden von anderen Pyros oder ähnliches. Und wenn wir ein Teammitglied gelöscht haben mit der Waffe, das geht nämlich, dann kriegen wir damit einen kritischen Treffer. Also auch wieder 90 kritischen Schaden. Jetzt ist halt die Sache. Ich lösche persönlich lieber mit dem hier, anstatt mit der Waffe. Ich meine, wie wir sehen hier, Schuss. Fehlt mir gerade eine Nachladeanimation? Oder habe ich hier irgendwo eine Anzeige nicht? Weil, egal. Auf jeden Fall, sehr schnelles Geschoss, wie wir sehen. Kann auch nicht kritisch treffen, das ist auch wieder ein Nachteil. Es kann halt nur kritisch treffen, wenn wir hier mit rechts legen, wie wir jetzt sehen, wir haben so einen kleinen Saugeffekt hier. Damit können wir halt unsere Teamkameraden löschen. Hat auch einen schönen Effekt. Frage ist jetzt halt nur, wollen wir das? Ich wollte schon immer mal testen, ob man noch Gegner löschen kann. Hab mich immer gefragt, also kann man nicht. Auf jeden Fall, finde ich, ist somit die schlechteste Secondary, die der Pyro zu bieten hat. Einfach weil ich kann mit dem Airblast besser löschen, auch wenn man jetzt vielleicht sagen könnte, ja, man kann doch hier den Rückenschmorren nehmen und dann die Waffe zum Löschen, damit man sich keinen Airblast verbraucht, das ist aber auch eine schlechte Idee. Also wirklich löschen kann man wirklich immer mit dem Airblast besser. Sich hier einen Crit rauszuholen, auch wenn es ein definitiver Crit ist mit 90 Schaden, macht in meinen Augen nicht so viel Sinn. Ist man mit den anderen Waffen irgendwo besser. Das ist natürlich wieder meine Meinung, aber mein Channel, meine Meinung. Kann man, denke ich, so stehen lassen. So, kommen wir zur letzten Secondary, dem Reserveverschließer. Macht Mini-Crits, wenn wir Gegner in der Luft haben. Hat aber 50% weniger Magazin, da glaube ich nur 3 Schuss das Ding. Genau, 3 Schuss. Dafür haben wir jetzt einen Waffenwechsel von 80%. Wie ihr seht, das ist ziemlich heftig. Und ich habe selbst noch nicht sehr viel mit der Waffe experimentiert, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Aber wie man sieht, ist es eigentlich eine sehr schöne Waffe. Zu der Waffe muss ich jetzt wirklich gestehen, kann ich nicht viel sagen. Ich habe sehr wenig mit der Waffe gespielt. Ich kann jetzt hier auch nur von den Stats ausgehen. Und wenn ich mir die Stats anschaue, in Verbindung mit dem mit der Herdflamme und dem extrem schnellen Waffenwechsel, muss ich wirklich sagen, in der Kombination macht das Sinn.
Es ist halt schön, man kann... Wir haben halt geringe Airblast-Kosten. Wir können einfach hier unseren Gegner... Wir sehen... Einfach 116 Mini-Kritten. Also das ist schon... Also... Was ist Mini-Krits oder Krits? Mini-Krits, genau. Schon ziemlich heftig, was da an Schaden rumkommt. Vor allem, wenn du noch alle Kugeln treffen halt. Also im Grunde wirklich ein lohnenswertes Secondary Replacement. Werde ich jetzt auch in Zukunft mal ein bisschen testen mit der Waffe. Einfach weil ich mal das Potenzial der Waffe ausprobieren möchte. Kommen wir zu den Nahkampfwaffen, weil wir haben jetzt alles Secondary soweit durch. Ich switch mal wieder hier zur Signalpistole. Und wo fangen wir am besten an? Erstmal nehme ich die Replacements raus. Replacements Bad Outer Hell ist ein Feuerachs-Replacement, genau wie der Freiheitsstab. Die Bratpfanne und der Kriegssiegverweigerer. Das sind alles Replacements von der Feueraxt halt. Jetzt fangen wir mit dem Axinator an. Bei mir, it's over soon. Ja, ich musste meine Pyro-Items halt alle benennen, weil ich es kann. So, diese drei Waffen. Herdflamme, Signalpistole und der Axinator, oder auch Extinguisher genannt in Englisch, sind die perfekte Synergie beim Pyro. Ich kann es eigentlich anders nicht beschreiben. Die Feueraxt hat dann halt den schönen Vorteil, wir treffen immer kritisch, wenn die Gegner brennen. Dafür haben wir 50% weniger Damage, wenn die nicht brennen und können nicht zufällig kritisch treffen. Heißt so viel wie mickrige 30 bis 35 Damage. Das ist gar nichts. Jetzt aber mal das Beispiel. Ich muss eben den Scouter einmal wegkriegen. Oder wir nehmen den Scouter als Beispiel, das ist eigentlich sogar noch besser. Stellt euch vor, wir sind in einem Gang. Scout, gebrennt, ich dränge in die Ecke zurück und bam. 195 Damage. Und tot. So einfach geht's. Heavy, selbe. 1, 2. 2 Schläge, tot. Heavy hat ja halt viel AP. Deswegen, das ist meine persönliche Taktik. Rushen, wegblasten, schlagen. Tot. Blasten, schlagen, schlagen. Beim Heavy muss man natürlich ein bisschen gucken, dass er eigentlich gleich im Visier. Da muss man so ein bisschen flankieren. Das heißt, ein bisschen versuchen von der Seite zu kommen, dass der Heavy gerade eigentlich nicht sieht. Übrigens auch sehr schön, um ganze Medic-Kombos rauszunehmen, weil Medics, ach, viele Medics schauen sich nicht um. Die schauen nur nach vorne zum Heavy, wo gerade die Action abgeht, schauen aber nicht nach hinten. In so einem Moment, ranpirschen, anzünden, natürlich am besten erstmal nur den Medic anzünden, Medic töten. Heavy denkt, wo ist meine Heilung? Dreht sich um, da währenddessen haben wir ihn schon angezündet, weggeblastet und geschlagen. So einfach geht's in dem Moment. Das ist nur meine persönliche Taktik gegen Heavys und Medics. Eine sehr schöne Taktik, also kann man sehr gut übernehmen. Aber ist jetzt gerade nicht Sinn der... Okay, ist doch Sinn der Sache, ha. Aber wir gehen jetzt nochmal weiter. Gehen wir... Was sehen wir denn? Oh ja, Lollipop, Lollichop ist übrigens... Also Lolli... Lolliklopp in Deutsch? Was für ein Scheißname, sorry. Lollichop in Englisch. Entschuldigung. Auch ein Replace mit der normalen Feueraxt. Halt nur, dass wir damit in Pyroland kommen. So. Fangen wir mit dem dritten Grad an. Der dritte Grad, kann ich jetzt ein bisschen schlecht demonstrieren, kann ich jetzt nur erklären, ist halt eine Waffe, hat keine Nachteile, aber auch einen relativ beschissenen Vorteil eigentlich. Sind sicherlich in manchen Situationen nützlich. Stellt euch vor, das ist ein Medic und der halt diesen Heavy. Ich versuche doch jetzt, oder wie rum war das? Moment. Alle durch Medigern verbundene Strahlen werden getroffen. Oh, sorry. Es ist jetzt im Grunde so... Oh, warte mal ganz kurz. So, sorry, da muss ich nur ganz, ganz minimal kurz was nachschauen. Da ist was passiert, egal. Auf jeden Fall. Mit dem dritten Grad. Stell euch jetzt vor, der Scout halt den Heavy. Also Scout ist Medic und halt den Heavy. Wenn wir jetzt den Medic hier schlagen, 73 Damage bekommen alle, die mit diesem Strahl verbunden sind, mit seinem Heilstrahl, denselben Damage. Das hat einen coolen Effekt, sehe ich gerade. Das wusste ich noch nicht. Bam. Auf jeden Fall, stell euch jetzt mal vor, ein Heavy wird von drei Medics geheilt. Wirklich so eine unbesiegbar-Kombo gefühlt. Was machen wir? Natürlich müssen wir da sehr gut flankieren. Wir müssen dann halt... Ich weiß nicht, das ist eine Sache, die ich nicht weiß, weil ich die Waffe zu wenig benutze. Wenn wir jetzt einen Medic schlagen, der ein Heavy heilt, der Heavy von zwei anderen, von noch zwei anderen Medics geheilt wird. Ob die dann auch Schaden bekommen. Wir gehen jetzt mal davon aus. Das heißt, der hat jetzt noch zwei Medics und hier ist ein Medic. Und der Heavy wird also jetzt von drei Medics geheilt. Ich schlag den Medic und theoretisch werden jetzt alle drei Medics tot, weil die halt alle durch diese Strahlen verbunden sind. Stellt euch das mal vor.
Was für eine Devasting-Kombo. Deswegen, diese Waffe ist wirklich so eine extrem situationsbedingte Waffe. Macht nicht in vielen Fällen Sinn, aber wenn mal die Medic-Heavy-Kombo zu stark wird oder irgendeine andere Medic etc. etc. Kombo, dann, ja, dann kann man damit gut mal eine Gruppe eben in 2 Sekunden zerfetzen, gefühlterweise. Gehen wir zum Unruhestifter oder zum Spalthammer oder zum Neonvernichter. Haben die den Effekt umgeändert? Das war mal anders. Okay, hier ein kleines Easter Egg dazu. Der Neonvernichter hatte damals einen anderen Effekt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie den geändert haben. Oder sehe ich jetzt gerade nur... Doch, oh Gott! Ich hab nur falsch gelesen, sorry. Also, übrigens noch, der Postprügler ist ein Reskin des Axinators. Also keine Sorge in dem Fall. Dann nehmen wir erstmal den Unruhestifter. Der Unruhestifter. Werde ich jetzt... Ja, okay, ich nehme den mal kurz in die Hand. Das soll nicht das Problem sein. Wie wir sehen, also vom Damage her ist es ein bisschen geringer hier. 51, 54, 42. Das sind halt, glaube ich, 25% weniger Damage gegen Spieler. Dafür 100% Schaden gegen Gebäude. Das heißt, wir machen extrem viel Schaden, wenn wir mal an Gebäude rankommen. Und wir können unseren Engineers helfen, wenn mal irgendwas gesappt wird. Wenn die Engineers gerade mal nicht da sind, gerade Metall holen, können wir quasi kurz Wache stehen. Als Pyre ist es ja sowieso sinnvoll, immer zu Spy-checken hier. Bam. Gott. So, auf jeden Fall, das ist quasi eine reine Defense-Waffe. Offense, ich wüsste nicht, wo man das offensiv benutzen könnte. Das ist wirklich eine pure Defense-Waffe. Perfekt in der Verteidigung, wenn man mal ein bisschen im Hintergrund bleibt, ein bisschen verteidigen will. Wenn gerade mal im gegnerischen Team 10 Spies sind, die euch die ganze Zeit rumnerven, rumstressen, dann könnt ihr mal eben die Engineere Sentry verteidigen und tut dann dem Team was Gutes. Und halt die ganze Zeit durchgehend Spy-Check in dem Fall. Der Spalthammer ist ein Reskin und übrigens eine der verdammt teuren Waffen, gefühlt zumindest. Eine Waffe, an die es verdammt schwer ist ranzukommen. Kann ich nur noch sagen. Sieht dafür, finde ich persönlich, verdammt geil aus. Also eigentlich mit einer meiner Lieblingsdesignwaffen. So, das soll uns aber jetzt nicht aufhalten. Wir nehmen mal die geschliffene Vulkanstein. Das geschliffene Vulkansteinfragment. Das Ziel wird in Brand gesteckt. Wir machen aber weniger Damage dadurch. Jetzt die Frage. Wieso gehen wir in Nahkampf, um irgendwas anzuzünden? Es macht keinen Sinn. Überhaupt keinen. Einziger Sinn, wo es logischerweise macht, ist im Medieval-Mode. Das ist quasi auch die Medieval-Waffe, weil, ja, im Medieval-Mode kann man nicht so viel gegen Verbrennungen tun. Deswegen die Medieval-Waffe überhaupt. So, was fehlt denn noch? Wir haben jetzt noch den Neon-Vernichter. Den werde ich jetzt, ja, ich werde ihn nochmal kurz in die Hand nehmen, um kurz zu zeigen, wie er aussieht hier. Schön in Rot, beziehungsweise in Blau, wenn wir im anderen Team sind. Und ein Sparkle-Effekt. Der ist neu, oder? Ja, was man alles so nicht weiß, ist echt unglaublich. Auf jeden Fall, eigentlich wohl die irgendwie so eine halb sinnlose Waffe. Wir haben hier leider nicht diesen 100% Gebäudeschaden zusätzlich. Der ist aber auch relativ unnötig in dem Fall. Wir haben immer noch diese Möglichkeit, Zapper zu beseitigen. Wir können nicht zufällig kritisch treffen, machen 20% weniger Damage. Und jetzt ist das ist wohl einer der sinnlosesten Effekte in ganz Team Fortress 2, persönliche Meinung. Kritische Treffer bei nassen Spielern. Ja. Toll, oder? Lass ich jetzt mal unten kommentiert stehen, ihr könnt ja gerne eure Meinung sagen, was ihr von der Waffe haltet. Ich werde das jetzt auch erstmal nicht weiter auf diese Waffe eingehen. Kommen wir zum Wagenheber. Auch eine Medieval-Waffe mehr oder weniger. Finde ich zumindest. Es ist halt, im normalen Spiel macht das nicht viel Sinn. Es ist halt, wir kriegen 75 Gesundheit wieder, wenn wir was töten. Moment, da muss ich aber noch irgendwas checken. Bevor ich jetzt scheiße labe. Das hatte ich beim Scout-Video einmal. Da habe ich meine Facts nicht richtig gecheckt. Ich muss eben irgendwie Damage bekommen. Okay, danke. Nee, das wollte ich mir eben testen. Wenn wir jetzt den Heavy hier töten, dann kriege ich 75 Gesundheit back. Wenn ich aber irgendwas mit einer anderen Waffe töte, dann nicht. Das wollte ich mir eben sicherstellen. Deswegen, also im normalen Spiel ist es doch nicht so die sinnvolle Waffe, gerade weil wir 20% mehr Nahkampf-Damage bekommen, was uns vielleicht nicht so betreffen sollte.
Aber ich persönlich würde doch lieber zum Axinator greifen, einfach weil, wegen der Synergie mit dem Feuerschaden. Und wenn wir schon am Gegner nah dran sind, können wir ihn auch eben anzünden, Airblast und dann eben einmal hauen. Mit dem Warnheber ist es so die Sache. Das ist eher ein bisschen kritischer, sag ich jetzt mal. Also nicht kritischer Treffer, sondern kritischer im Sinne von, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, ich glaube, wir haben jetzt soweit alle Waffen durch. Oder? Und sieht so aus. Kommen wir zu den Sets. Ihr wisst ja, ich mache mal eine kleine Set-Zusammenstellung, was man gut spielen kann, was am besten synergiert, harmoniert. Wie gesagt, meine persönliche Kombo, die ich auch immer spiele, obwohl irgendwie auch die am besten, die drei Waffen, die am besten wirklich zusammenpassen, sind halt Herdflamme, Signal, Pistole. Extinguisher. Stell dir mal vor, ihr rennt auf den Gegner zu. Bam, bam. Okay, das war jetzt falsch. Bam, 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 bam. Heavy tot. Oder holen wir meinen Scout zurück. Oder ich habe gerade was angezündet. Der Gegner läuft weg. Ihr versucht mal, den Gegner irgendwie so ganz mit dem Mund zu erwischen. Bam. Mit der Signalpistole. Treffer. Crit. Tot. Gerade bei Scouts sehr häufig der Fall. Weil Scouts es doch sehr oft schaffen, aus der Range von Pyro zu entkommen. Und Scout ist ja auch so die Counter-Klasse von Pyro. Weil Scouts extrem gut flankieren können und so weiter. Und sehr schnell sind und wir deswegen nicht gut treffen können. Ui. Auf jeden Fall, das ist so die perfekte Synergie beim Pyro, wie ich persönlich finde. Als Alternativwaffe für diese perfekte Synergie kann man mal mit dem Reserveschießer rumprobieren. Das werde ich jetzt in der nächsten Zeit mal tun. Vor allem, wir haben ja noch schnelleren Waffenwechsel und so weiter. Deswegen macht sicherlich Sinn, da mal mit rumzuprobieren. Ansonsten alternativ in dem Fall wäre halt, wie gerade schon gesagt, der Schmorschuss im Fall, dass eine große Gegnergruppe dasteht und ihr eben kurz ein bisschen pushen wollt, also die Gegnergruppe zurückdrängen wollt, weil halt alle brennen durch den Flächenschaden, die sich erstmal wieder Leben holen müssen oder nicht voraus wollen, weil sie halt brennen. Deswegen, das ist so die Schreckschusswaffe. Der Detonierer ist halt für Mobilität, wenn ihr ein bisschen ordentlich ein paar bestimmte Stellen hochkommen wollt. Oder einfach ein bisschen den Gegner verwirren, weil wer rechnet mit einem fliegenden Pyro? Ich nicht. Ganz ehrlich, ich würde da nicht mit rechnen. Deswegen ist es eine schöne Mobilitätswaffe. Aber ansonsten für, ich sage jetzt mal, puren Damage ist das am besten wohl. Man kann, wenn man nicht so auf diesen Waffenwechsel steht oder noch am Anfang ist, kann man ruhig mit dem Flammenwerfer rumprobieren. Was kann man da gut empfehlen? Alternativ übrigens natürlich Schrotflinte. Nicht zu verachten. Schrotflinte ist ein gutes Secondary. Ist sogar eigentlich ein Sidewind. Also diese beiden sind im Grunde, kann man schon sagen, fast gleich stark. Weil gerade gegen andere Pyros, wo ihr keinen guten Feuerschaden macht, ist so eine Schrotflinte nützlich. Ansonsten auch allgemein, Schrotflinte ist immer recht schön nützlich. Gerade durch den Flächenschaden irgendwie, also ihr wisst schon, mehr oder weniger Flächenschaden, ihr wisst, was ich meine. Durch den Bullet Speed, also durch die Kugel-Wegflieg-Erweiterung, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, also Schrotflinte auch niemals zu verachten, kann man ein bisschen mit rumexperimentieren. Aber, oh Gott, also wenn dann eine normale Flammenwerfer, der geht auch noch okay, der hat ja keine nahen Vorteile. Hier ist es halt nur der große Vorteil wegen dem Waffenwechsel, der Synergie, ansonsten ein Flammenwerfer und dann halt wieder das, wieder im Grunde genau dasselbe. Das zum Kritten, das im Nahkampf zum Kritten. Ihr habt halt nur nicht diesen schnellen Waffenwechsel. Seid also quasi ein bisschen langsamer eigentlich schon. Im Grunde muss ich wirklich sagen, ich kann eigentlich nur dieses Grundwaffenset empfehlen. Ich meine, Flammenwerfer ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich jetzt, kommt nicht in der Verbindung an die Herdflamme ran. Finde ich jetzt zumindest. Das wäre ja meine persönliche Meinung alles. Schwer. Auf jeden Fall, Rückenschmorer ist dann halt wirklich nur für den Hinterhalt. Wenn ihr es mal schafft, in manchen Maps richtig gut zu flankieren und wirklich Bam machen wollt, dann nützlich halt. Aber durch die erhöhten Airblast-Kosten wirklich eine Waffe, die bedenklich ist. Und der Flug, naja, ist eigentlich nur ein bisschen zum Trollen da. Mehr oder weniger. Hat eigentlich keinen guten Feldnutzen. Ist halt nur ein bisschen da, um den Gegner auf den Sack zu gehen. Zumindest ist es bei mir und bei vielen, vielen anderen Leuten so. Bei der Nahkampfwaffe ist eigentlich wirklich nur halt der Axinator für Offensiv. Der Unruhestifter für Defense, also Sapper beseitigen etc., wenn ihr mal im Hintergrund bleibt. Und das vulkanische Fragment oder der Warnheber für den Medieval-Modus. Und natürlich nicht zu vergessen, der dritte Grad, wenn ihr wirklich einen Gegner habt, der von drei Medics geheilt wird, wie ich letztens zum Beispiel. Man hätte mich instant rausnehmen können, wenn einfach die Medics geschlagen hätte. Mit so einer Waffe. Wir wären alle gestorben. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ich denke, damit habe ich jetzt soweit alles abgekupfert. Spielstil habe ich ja auch schon erläutert hier mit dem Airblast etc. Bam, 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 bam. Wenn ihr mal ein bisschen mehr darüber sehen wollt, ich weiß gerade nicht, welcher Team Fortress Part das ist. Ich spiele ja relativ häufig Pyro. Ich hatte letztens einen Part, wo der hieß auch, glaube ich, mit drei Medics oder irgendwie sowas steht im Titel. Ich glaube, das ist irgendwie Part 33, 32. Da seht ihr mich in voller Pyro-Action mit übelster Überheilung und total am Rampagen mit diesem Pyro-Set. Also, wenn ihr mal so ein bisschen Praxis sehen wollt, dann schaut doch gerne mal in diesen Part rein. Team Fortress 2 Daily, Part 32, 33, irgendwo um den Dreh. Ich denke nochmal, ob ich jetzt so wirklich alles abgekupfert. Mehr gibt's nicht wirklich zu sagen zum Pyro. Wenn doch, schreibt es in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge sind immer erwünscht. Nehme ich mir auch alle zu Herzen. Ich lese auch in den Kommentaren und so weiter. Deswegen, schreibt ruhig alles in die Comments, was euch gestört hat, was ihr noch findet, was gefehlt hat. Ich weiß, was noch gefehlt hat. Taunts! Zumindest die Kill-Taunts. Hadouken! So, den einen haben wir ja vorhin schon gesehen, ganz am Anfang, von dem Flammenwerfer. Das ist der zweite. Und er tötet alles. Wen töte ich jetzt? Scout oder Heavy? Scout eigentlich. Nee, beide! Stimmt, geht ja. Bam! Das ist unser Hadouken, unser Taunt-Move. Ja, wie gesagt, Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann noch ein Like. Das wäre sehr schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.